Ja, die Schlägerthematik ist natürlich eine ganz besondere. Wir machen einen kleinen Schritt zurück in der Zeit, deswegen auch so kasperlmäßig gewandelt, Björn Borg-Epoche ungefähr, wo wir noch ein bisschen jünger waren. Und wenn wir uns anschauen, den Schläger, den er gespielt hat, so um die Mitte 70er, 80er, der ist eigentlich, Peter, gar nicht viel Unterschied zum Ursprungsschläger, kann man sagen. Naja, die Ursprungsschläger waren aus Holz natürlich, der Schläger von Borg auch noch. Das war die Fertigungsweise ein bisschen verbessert, aber im Wesentlichen war nicht viel Unterschied, auch gewichtsmäßig waren die Materialien sehr, sehr, sehr ähnlich. Der Björn Borg war der erste Topspin-Spieler, dann ist so richtig zur Sache gegangen, das ist die Bauer-Generation. Was hast du da alles mit? Mit der Entwicklung der Materialien und der Verbesserung kam auch viel mehr Beschleunigung ins Spiel. Die Spieler haben viel mehr Wucht erzeugen können. Allen voran war der Schläger von Jimmy Connors, der legendäre T2000. Der hat ganz schön vibriert. War ein extrem weicher Rahmen, aber er hat eine sehr, sehr schnell gute Beschleunigung entwickeln können und hat auch eine eigene Flugbahn damit gehabt. Und dann haben wir Grafit, Ivan Lendl. Ne? Grafit, Ivan Lendl, zuerst der Kneißl, hat er dann auch Vadidas gewechselt. Legendär war natürlich auch der Schläger von Mekeno und Steffi Graf, der Dunlop 200G. Und die Entwicklung ging einfach dahin, noch mehr Beschleunigung für die Spieler zu suchen und die Materialien zu verbessern. Es ist zum Teil leichter geworden, aber die Schläger wurden auch ein bisschen kopflastiger dadurch. Und der schnellste oder der Schläger, der halt heute, die ganze Technologie, die heute gespielt wird, ist halt noch mehr auf verbesserte Graphitmaterialien und besseres Grundmaterial aufgebaut. Ja, Rafael Nadal, ne? Der haut mit dem drauf. Ja.